Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein Dreieck nach der Vorgabe SSS, also drei Seiten gegeben, konstruieren kann. Das gilt im Allgemeinen so als die unkomplizierteste Variante, weil man nicht irgendwie mit dem Geodreieck und den Winkeln rumhantieren muss. Und man kann sich sogar aussuchen, wie man anfängt. Und das tun wir jetzt auch, natürlich wieder mit einer Planfigur. Sagen wir jetzt mal, A wäre 6 cm. C wäre 4 cm und B wäre 7 cm. So, und jetzt können wir anfangen. Und das Schöne ist, wir können anfangen, wie wir wollen. Es ist mathematisch nicht vorgeschrieben, dass man mit irgendeiner Strecke anfangen muss. Mein Tipp wäre hier natürlich, wie auch bei anderen Konstruktionen, mit der längsten Seite anzufangen. Weil dann ist man vor irgendwelchen bösen Überraschungen geschützt, dass das Dreieck irgendwie noch größer wird als gedacht. Manche fangen auch gerne mit der unteren Seite an, aber da muss man das Dreieck nicht nach oben konstruieren, ist ganz klar. Wichtig ist auch hier wieder, denkt dran, dass ihr Platz lasst, ne? Und nicht, dass ihr irgendwie am Heftseite oder am Heftrand irgendwie anfangt und dann, wenn ihr die dritte Seite konstruieren wollt, auf einmal merkt, ui, der Punkt liegt ja außerhalb des Hefts. Also nochmal von vorne anfangen und das kann sehr ärgerlich sein. Gut, schauen wir mal an. 7 cm ist die Strecke von A nach C, heißt also, ich kann diese Strecke schon einfach mal zeichnen. Dazu nehme ich mir mein Geodreieck, wobei ich das wie gesagt gar nicht brauche. Bei dieser Konstruktion würde ein Lineal reichen. Und hier denke ich mir wieder, wie immer, schaue ich, wo könnte das Dreieck am Ende liegen. Heißt in dem Fall, die Strecke von A nach C ist ja hier so links. Bedeutet für uns, wir lassen nach rechts etwas Platz im Heft, wenn das unser Heft wäre, und fangen links so quer, irgendwie quer an, egal wie, irgendwie so. So, 7 cm ist aber die Vorgabe, das sollten wir einhalten. Also von 5 nach 2, in dem Fall bei mir, in dem Geodreieck, das sind 7 cm. Und wie immer, bitte sofort die Eckpunkte beschriften. So, die erste Strecke ist gemacht, die 7 cm. Jetzt ist es an der Zeit, den Punkt B zu finden. So, der Punkt B liefert uns zwei Informationen, nämlich der ist vom Punkt A 4 cm entfernt und vom Punkt C 6 cm entfernt. Aber wir haben keine Winkel. Das heißt, das Geodreieck mit seinem Winkel und Winkelabmessen hilft uns hier nicht weiter. Aber immer dann, wenn wir eine Strecke haben, eine Streckenlänge haben, und kein Winkel, hilft uns der Zirkel. Denn der Zirkel hat die wunderbare Eigenschaft, alle Punkte in einem gewissen Abstand, den ich mir vorher festlege, den sogenannten Radius, zu markieren. Heißt also für uns, was machen wir? Jetzt ist es mir egal, wie ich weitermache. Ich kann hier unten weitermachen oder hier oben. Wenn ich hier oben weitermache, habe ich den Punkt C. Ja, dann stelle ich den Punkt C ein. Und dann muss ich vom Punkt C nach Punkt B wissen, das sind 6 cm. Steht in der Planfigur drin. Heißt für uns, wir müssen den Zirkel, wenn wir da oben anfangen wollen, auf 6 cm einstellen. Das machen wir am besten. Ihr könnt das in eurem Heft mit Karo-Kästchen machen. Oder ihr legt das Geodreieck natürlich auch noch auf ein Karo-Kästchen drauf, an eine Karo-Ecke. Da kann man es sehr gut markieren. Ich versuche das jetzt hier so zu machen, indem ich den Zirkel einstelle. Ups, erstmal hinschiebe. Auf die 0 und dann 6 cm den Radius einstelle. Da sind wir jetzt bei 6 cm. Die drehen wir mal kurz weg. Der Zirkel ist auf 6 cm eingestellt und wird jetzt, Achtung, aufgepasst, in C eingestochen, weil ja die Entfernung von C nach B 6 cm sind. So, wie lange zeichne ich jetzt den Kreisbogen? Ich könnte theoretisch den ganzen Kreis jetzt um C zeichnen. Da ich aber weiß, dass der Punkt B ja irgendwo rechts hier liegt, gewöhnlich, brauche ich das nicht ganz so rund zu machen. Ich kann sehr großzügig jetzt hier anfangen, indem ich einfach relativ weit oben anfange und dann den Kreis relativ weit nach unten, wie auch immer, zeichne. Ich müsste zur Not nachjustieren, wenn das nicht funktioniert hat, aber in dem Fall kann man das so machen. Ja, so, jetzt glaube ich ungefähr da irgendwo auf dieser Linie liegt der Punkt B. Weil alle Punkte auf dieser Linie haben jetzt den Abstand 6 cm. Wo könnte er nur sein? Der Punkt B hat aber noch eine andere Information, denn er liegt 4 cm von A entfernt. Heißt also für uns jetzt, Zirkel in die Hand nehmen. Wieder das Geodreieck zur Hilfe.
Und jetzt aber nicht auf 6 cm, sondern auf 4 cm einstellen. So, 4 cm. Jetzt brauchen wir das Geodreieck gar nicht mehr. Und wir schauen wieder auf die Planfigur. Zur Sicherheit, 4 cm ist der Abstand von A nach B. Also, ich steche dann in A ein. So, und jetzt geht es da nur darum, den Schnittpunkt zu finden von der Kreislinie, die ich eben gezeichnet habe. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder Folgendes machen, ich könnte jetzt auch wieder einen ganzen Kreis zeichnen, ist aber nicht notwendig, sondern ich schaue mal mit dem Zirkel jetzt. So, wo muss ich denn hin? Ja, ach, da ist er ja. Da ist ja schon die andere Kreislinie. Das heißt, ich gehe kurz vor die andere Kreislinie, egal wie, ist nicht festgelegt, und zeichne dann so drüber. Und jetzt habe ich den Schnittpunkt. Und dieser Schnittpunkt, nehmen wir den Zirkel mal weg, um das genau zu schauen. So, dieser Schnittpunkt hier ist jetzt im Grunde genommen der einzige Punkt, der von A 4 cm weg ist und von C 6 cm weg ist. Ja, das ist der einzige Punkt, der diese beiden Eigenschaften erfüllt. Und deswegen ist das automatisch unser Punkt B. So, um das Dreieck jetzt natürlich noch fertig zu konstruieren, müssen wir jetzt noch die Punkte verbinden miteinander, aber das ist eine Kleinigkeit. Also hier die Strecke von A nach B und natürlich noch die Strecke von C nach B. So, und schon haben wir das Dreieck konstruiert mit den Vorgaben dieser drei Strecken. Also 4 cm, 6 cm, 7 cm.